Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Outlast. Ja, nach einer kurzen Pause geht es jetzt endlich weiter. Ich bin jetzt endlich umgezogen in die neue Wohnung und kann jetzt in Ruhe wieder meine Let's Plays aufnehmen. So, wo waren wir denn das letzte Mal? Ich glaube, wir müssen hier irgendeinen Schlüssel finden, so viel ich weiß. Genau, hier waren wir das letzte Mal schon. Genau, hier war ja dieser Typi im Rollstuhl, der macht nicht gerade einen vertrauenswürdigen Eindruck. Scheint aber nichts zu machen. Oh. Oh, nettes TV-Programm. Die scheinen mich aber auch nicht zu beachten. Naja. Alles klar. Ich glaube, hier hinten war diese Zugangskarte von dem Typ. Ja, genau. Ja, der hat auch schon bessere Tage erlebt. Gesammelte Objekte werden in deinem Notizblock aktualisiert. Okay, das kennen wir ja schon. Die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Okay. Ich vermute einfach mal, die meisten Leute von euch werden das schon kennen, Outlast. Aber für die, wo es noch nicht kennen, werde ich natürlich nichts verraten. Ich habe es schon durchgespielt, kann ich schon so viel dazu sagen. Aber ich werde natürlich die Spannung trotzdem oben halten. Ja, stimmt, das war ja das. Komm, verpiss dich. Schockmoment, lecco mio. Beruhig dich. Ganz ruhig. So. Hier sind wir gerade gewesen. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Okay, hier ist zu. Vielleicht hier lang. Oh. Alles klar. Boah, ist das hier eine Blutpumpe, ey. Lecco mio. Okay, gibt's hier da Batterien? Sehr gut. Okay, warum ist jetzt die Tür zu? Puh. Zeuge. Genau, hier war, glaube ich, das Sicherheitsterminal. Aber ich schaue jetzt mal kurz. Hier war, glaube ich, auch verschlossen, weil der Typ reingerannt ist. Achso, ich habe gerade gedacht, der liegt andersrum, aber nee. Oh Gott, hier ist wieder eine Akte, wo wir lesen können. Sehr gut. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der
korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Project Warrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine restlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granat, Mirkow, Schadensabteilung. Okay. Geht's hier noch weiter? Ne. Dann gehen wir mal wieder zurück. Wir müssen ja noch in diesen Sicherheitsterminal, der müsste ja hier sein. Genau. Gucken wir mal. Oh. Oh nee. Oh, ich glaube, da kommt jemand. Genau, jetzt kommt es, was ich an Outlast so liebe. Diese Momente, wenn man sich irgendwo versteckt und man weiß genau, der Typ ist irgendwo und sucht uns. Aber er findet uns anscheinend nicht. Oh, ist das ein Fettlose. Eieiei. Da werde ich noch einige Schweißausbrüche bekommen, Leute, sage ich euch. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt ist wieder sicher. Hoffe ich zumindest. Und hier auch irgendwo eine Taschenlampe. Hier ging's raus, genau. Ich glaube, jetzt müssen wir runter und das Licht wieder anstellen vom Generator. Oh Gott. Hier unten sieht's ja toll aus. Ach du Kacke. Da ist wieder eine Akte, wo wir gleich lesen können. Aber ich schaue mich jetzt erstmal hier nochmal kurz um. Okay, hier scheint es aber nichts mehr zu geben. Okay, dann lesen wir mal. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorangegangene Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weiteren Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst von jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, all ihr zur Verfügung stehende Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Mr. Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auf die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf.
Nach entsprechenden Anweisungen wurde beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berührt oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorrangigen Vorfall vehement ab. Die komische Experimente durchgeführt. Hallo. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Aber ich glaube, hier unten geht's auch ganz schön zur Sache. Ich weiß es nicht genau. Zu. Oh Gott, Leute, ich bin schon wieder angespannt. Da, wo ich das Spiel kenne, ist es natürlich noch teilweise doch blind, weil es ja schon wirklich eine Zeit lang her war, oder her war, wo ich es gespielt habe. Zumindest weiß ich jetzt. Ich glaube, wir verstecken uns mal. Wird, glaube ich, besser sein. Hier unten ist auf jeden Fall ein Typ. Das weiß ich genau. Oh, Alter! Oh, mach dich doch weg! Oh, Scheiße! Oh. Oh, wer kommt hier hinterher? Ach du Scheiße! Oh Leute. Alter. Ist keine Ahnung, ob der hier. Ich glaube, der ist hier drin doch. Oh Gott. Ich höre nichts. Oh Mann, komm jetzt, ich traue mich einfach raus. Komm. Ja, das ist schon der falsche Weg. Oh Gott.
nur die Frage, wo ist der Typ gerade? Weg. Oh, lauf doch. Oh Mann, Leute. Geht mir auf die Nüsse, der Typ. Boah, verpiss dich. Alter. Okay, Leute, ich mache hier einen kurzen Cut. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Outlast. Ciao, ciao. Alter.